Fragmentenbilder in Skulptur und Malerei. Mein Bild heißt Innenleben, Utopie 2011. In Büchern der Welt begegnen und dabei etwas über sich selbst erfahren. Begegnungen haben oft Beziehungen zur Folge. Die können dauern oder abgebrochen werden. Claudia Becher, 2011. Schwindelfrei. Schwindelfrei, die Bühne des Lebens. Ein Vorhang, der Interpretation zulässt, aber auch verdeckt. Annette, 2009. Brechi Hendrik, 2010. Zum Thema Begegnungen habe ich zum einen Tieren ausgesucht, die abwarten, was passieren wird, was auf sie zukommt. Sie sind wach und aufmerksam. Zum anderen zeigen zwei Menschen Leidenschaft und Begierde. 17 Uhr und ich, 2011, Heike Jacke. Begegnung mit einem fremden Kontinent. Brüte, Niamey. 2011. Mein Name ist Jutta Bolz. Der Titel meines Ausstellungsbildes lautet Prezemolo. Ich habe es 2011 in Acryl gemalt und es hat eine Größe von 70 x 50 cm. Bei Helga habe ich in diesem Jahr besonders gelernt, mich von einem realen Ausgangspunkt auf das beim Malen einzulassen, was im Bild passiert. Sibylle Roskoten, Begegnungen zwischen Menschen haben so viel mit Menschlichkeit, Sicherheit, sozialem Netz zu tun. Deswegen wähle ich Menschen für das Thema Begegnung und habe den gemeinsamen Weg gewählt. Bei Helga Weingärtner habe ich viele Farben für mich entdeckt und wurde von ihr in verschiedenen Maltechniken eingeweiht. Mein Bild habe ich in Acryl auf Leinwand gemalt und das heißt der Zeitvertreib. Die Leichtigkeit des Seins oder Ziegen an die Macht von Ellen Müller. Angekommen. Zwei Menschen sitzen auf der Bank, sind angekommen, schauen ins Weite. Rainer Pützer, 2011. Macht und Kraft der Wellen erleben, springen auf den Kamm eben. Petra Tornewill, gemalt 2011. Inspiration an Rügen, Menschenmassen am Strand, Begegnungen, Donner, dann vor dem Sturm. Silvana Poll, 2010.